In meinem heutigen Video geht es um Erweiterungssteckplätze für den Computer. In Erweiterungssteckplätzen eines Computers kann man unterschiedliche Erweiterungskarten einstecken, die den Computer mit zusätzlichen Komponenten, die zum Beispiel externe Schnittstellen bereitstellen, erweitern. Der erste Erweiterungsslot, auf den ich eingehen möchte, nennt sich ISA. ISA steht für Industrial Standard Architecture. Der erste Computer mit einer ISA-Schnittstelle war der IBM XT-PC aus dem Jahre 1983 mit Intels 8088 Prozessor. Der ISA wurde erst als PC-Bus bezeichnet, später aber in ISA-Bus umbenannt. Und heute wird er auch unter anderem XT-Bus bezeichnet, weil der IBM XT-PC der erste Computer war, der mit dem PC-Bus, dem ISA-Bus also, ausgestattet war. Dabei handelt es sich um einen 8-Bit-Datenbus, der mit 4,77 MHz getaktet wird, und wenn man das umrechnet, dann kommt man auf eine Bruttodatenrate von maximal 4,77 MB pro Sekunde, die übertragen werden können. Also ein sehr langsames Bussystem. Der sogenannte AT-Bus, AT steht für Advanced Technology, wurde 1985 mit Intels 80386 Prozessor eingeführt. Da der AT-Bus voll kompatibel zum ISA-Bus ist, wird er heutzutage auch als ISA-Bus bezeichnet und die ältere Variante als XT-Bus. Beim AT-Bus handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um einen verlängerten ISA-Bus. Man hat einfach ein paar Pins hinten dran gehängt. Hier gezeigt am Soyo SY-5EH Motherboard mit AT-Formfaktor. Schnell stellte sich nämlich heraus, dass der Vorgänger des AT-Bus-Systems zu langsam war, sodass man von 8-Bit auf 16-Bit Datenbusbreite verdoppelt hatte und die Taktrate auf 8,33 MHz erhöhte. Später auch 10, 12 oder manchmal mehr MHz üblich. Das passte man dementsprechend an den Prozessor an. Mit 8,33 MHz erreichte man eine maximale Bandbreite von ca. 16 MB pro Sekunde. Das hier wäre zum Beispiel eine alte Audiokarte mit dem verlängerten ISA-Bus, die man dementsprechend in so einen ISA-Slot oder AT-Slot hineinstecken kann. Schnell stellte man wieder fest, dass der ISA-Bus nicht mehr ausreichte, sodass man dann 1993 den PCI-Bus herausgebracht hat. PCI steht für Peripheral Component Interconnect. Bei einem Bussystem teilen sich alle Steckkarten und Onboard-Komponenten, die eben an diesem Bussystem hängen, die maximale Datenrate. Das heißt, wenn mehrere Komponenten gleichzeitig den Datenbus belasten, bricht für jede einzelne Komponente die Datenrate ein. Außerdem werden die Daten bei Bussystemen parallel gesendet. Deshalb ist eine Kenngröße auch die Busbreite, wie schnell die Verbindung ist. Als PCI-Slot werden diese Steckplätze bezeichnet. Hier am Beispiel des Elite Group K7S5A Motherboards.
mit PCI 2.0 aus dem Jahr 1993, der mit 8 bis 33 MHz getaktet ist und eine Busbreite von 32 Bit aufweist, kann eine maximale Datentransferrate von ca. 125 MB erreicht werden. Pro Bus ist die Anzahl der Geräte auf maximal 6 festgelegt. Mit PCI 2.3 32-Bit aus dem Jahr 2002 sind maximal 133 MB bei ebenfalls 32-Bit-Busbreite drin. Bei 66 MHz Taktfrequenz sind es 266 MB. Aber je höher die Taktfrequenz, desto weniger Geräte können am Bussystem angeschlossen werden. Bei PCI 2.3 32-Bit mit 66 MHz sind maximal 3 Geräte erlaubt. Karten für den PCI-Bus gibt es viele. Dieses lange Exemplar auf der linken ist zum Beispiel eine Videokarte mit der Bezeichnung AV Master 2000. Dann gibt es auch USB-Karten, wie sowas hier zum Beispiel, eine alte USB 1.1-Karte, die aber noch funktioniert. Modemkarten gibt es zum Beispiel, auch normale Karten mit einer Netzwerkbuchse LAN. FireWire-Karten bekommt man, auch TV-Karten und natürlich auch die Audiokarten. Was man häufig übersieht, ist, dass es Erweiterungskarten gibt, die zwei Einkerbungen haben. Doch manche haben nur hinten eine Einkerbung. Woran das liegt, das zeige ich euch gleich. Doch davor möchte ich noch auf den PCIX-Bus drauf zu sprechen kommen. PCIX steht für Peripheral Component Interconnect Extended, der 1999 veröffentlicht wurde mit einer Breite von 64 Bit. Diese Variante ist, wie es auch bei ISA der Fall war, beim XT-Bus-System und dem ISA-Bus-System, ist auch der PCI-X länger als der 32-Bit-PCI. Der PCI-X ist in der Regel in Computern mit zwei Prozessorsockeln zu finden. Das sind dann üblicherweise Serversysteme. PCI-X gibt es mit unterschiedlichen Taktfrequenzen. Der langsamste ist mit 66 MHz getaktet, mit dem man schon auf 533 MHz kommt. Mit 100 MHz Taktfrequenz kommt man schon auf 800 MB pro Sekunde. Mit 133 MHz schon auf 1,066 GB pro Sekunde Datentransferrate. Im Jahr 2003 gibt es eine Erneuerung bei PCI-X, PCI-X 266. Und PCIX 533, auch PCIX 2.0 bezeichnet, die 2,133 GB pro Sekunde bzw. 4,266 GB pro Sekunde übertragen können. Dass die PCI-Karten unterschiedliche Einkerbungen haben, liegt daran, dass es unterschiedliche Spannungen gibt. Wenn sich die Einkerbung am Ende der Karte befindet, dann wird sie mit 5 Volt versorgt. Wenn sich die Einkerbung vorne befinden muss, dann wird sie mit 3,3 Volt Spannung versorgt. Wenn die Karte sowohl vorne als auch hinten die Einkerbung beim Anschlusskamm hat, dann ist sie sowohl für 5 Volt als auch für 3,3 Volt ausgelegt. Gleiches gilt natürlich für den längeren PCI-X
Steckplatz. Früher wurden Grafikkarten in den ISA bzw. PCI-Bus mit eingebunden. Doch schnell stellte man fest, dass die Leistung des ISA-Bussystems bzw. des PCI-Bussystems bei ISA schon erst recht nicht mehr ausreichte. Denn die Grafikkarten mussten immer mehr Farben darstellen können und das auch immer schneller, wenn man mit seinem Computer Spiele spielen möchte. Die damaligen Computer bediente man ausschließlich mit einer Kommandozeile. Doch dann gab es eben grafische Benutzeroberflächen mit vielen verschiedenen Farben, die eben mehr Leistung forderten. So wurde der AGP-Steckplatz entwickelt, der 1997 veröffentlicht wurde. AGP steht für Accelerated Graphics Port. Das ist ein spezieller Slot für eine Grafikkarte. Hier am Beispiel des Elitegroup K7S5A Mainboards findet man den AGP-Slot hier. Und das auf der rechten sind spezielle AGP-Grafikkarten, die in den AGP-Slot passen. Wie zum Beispiel die PowerColor ATI Radeon 9200. Bei den anderen beiden Grafikkarten handelt es sich um eine GeForce 1280. Es gibt verschiedene Varianten von AGP, die mit X1, X2, X4 oder X8 bezeichnet werden. Alle sind mit 66 MHz getaktet, doch die Signalspannung ändert sich und natürlich auch die maximale Transferrate. Bei X1 sind 266 MB pro Sekunde möglich, bei X2 532, bei X4 1,06 GB und bei X8 2,1 GB. X1 ist der älteste Standard aus dem Jahr 1997, X2 kam 98, X4 99 und der X8 erst 2003. Dieses Mainboard unterstützt den AGP X4 Standard. Wie bei PCI gibt es auch bei AGP wieder verschiedene Slot-Kodierungen für verschiedene Spannungen. Beim Soyo SY-5EH Mainboard liefert der AGP-Slot eine Signalspannung von 3,3 Volt. Diese AGP-Grafikkarten haben zwei Einkerbungen und dementsprechend einen universellen Anschluss, der mit allen Spannungen zurechtkommt. Mit der Zeit wurden immer mehr Datenverbindungen von parallel auf seriell umgestellt, da man mit parallelen Verbindungen nicht mehr weiterkam bei der Datentransferrate. So wurde auch das Bussystem PCI für Erweiterungskarten auf seriell umgestellt, nämlich mit PCI Express aus dem Jahr 2004. Der Nachfolger sowohl von AGP und PCI. PCIe oder PCI Express ausgeschlossen steht für Peripheral Component Interconnect Express. Statt eines parallelen Bussystems setzt man auf eine Sterntopologie mit seriellen Punkt-zu-Punkt-Übertragungen. Ein PCI-Express-Switch im Chipsatz des PC-Motherboards verbindet PCI-Express-Geräte direkt mit dem Arbeitsspeicher oder anderen Baugruppen mit der vollen Bandbreite. Bei parallelen Bussystemen müssen sich alle angeschlossenen Geräte die Datentransferrate teilen. PCI Express
erlaubt die Reservierung von Mindestbandbreiten für zeitkritische Anwendungen wie Bild- oder Audioübertragung. Bei PCI Express gibt es jeweils zwei Leitungspaare. Ein Leitungspaar wird als Link für den Datenversand bezeichnet und das andere als LAN für den Datenempfang. Zur Steigerung der Bandbreite lassen sich mehrere Links bündeln. Es gibt PCI Express X1, PCI Express X4, X8, X16 und bis 32 ist möglich. PCI Express X1 nutzt ein Lane, X4 4 Lanes, X8 8 Lanes und X16 16 Lanes. Je mehr Lanes zur Verfügung stehen und je höher die Versionsnummer, desto größer ist die Bandbreite und Geschwindigkeit. Unter Bandbreite versteht man die maximal mögliche Kapazität für die Datenübertragung. Die tatsächliche Datenrate liegt aber unter der Bandbreite. Zusätzlich klaut ein Übertragungsprotokoll mit Befehlen, Adressierung und Bestätigungen einen Teil der Bandbreite, damit der Computer auch weiß, wo die Daten zum Beispiel dann hingeschickt werden müssen. Dieses Mainboard meines Test-PCs unterstützt den PCI Express 1 Standard. PCI Express 1 ist mit 1,25 GHz getaktet und erlaubt pro Lane 2,5 Gigabit per Second, sodass man bei einem Lane, also mit einem X1-Slot, maximal auf 250 MB Bruttodatenrate kommt. Der X1-Slot ist der kürzeste, in diesem Beispiel ist es dieser obere Slot. Und der X16, das ist der längste Slot, das ist der zweite. X4 bei PCI Express 1 erlaubt 1 GB, X8 2 GB und X16 bis zu 4 GB pro Sekunde brutto. Der zweite PCI Express Standard, wie ihn mein Asus Mainboard meines ROG-PCs verwendet, erschien im Jahr 2008. Bei der zweiten Version hat man die Taktrate auf 2,5 GHz verdoppelt, sodass man auf eine Bruttobandbreite pro Link auf 5 Gigabit pro Sekunde kommt. Da es ein Übertragungsprotokoll gibt, das an der Datenrate saugt, kommt man netto auf 4 Gigabit und das entspricht 500 Megabyte pro Sekunde. Bei 4 Lanes, also X4, sind schon 20 Gigabit brutto drin, sodass man auf 2 Gigabyte netto kommt. Mit einer X8-Verbindung sind schon 40 Gigabit drin, mit 4 Gigabyte netto. Und mit 16 Lanes kommt man auf 8 Gigabyte netto. Und mit 32 Lanes sind sogar bis zu 16 GB drin. 32 Lanes werden heutzutage allerdings kaum oder gar nicht verwendet. Die dritte PCI Express Revision aus dem Jahr 2011 ist mit 4 GHz getaktet. Normalerweise müsste man meinen, dass der Takt wieder verdoppelt wäre. Von 2,5 GHz der zweiten Version auf 5 GHz, dem ist aber nicht so. Trotzdem konnte man beim dritten Standard wieder eine Verdopplung der Bandbreite erreichen, da das Übertragungsprotokoll verbessert werden konnte. Sodass man auch wieder mit dem 3.0 Standard auf 10 Gigabit brutto kommt. Und auf 8 Gigabit netto muss man ja immer ein bisschen abziehen. Und das entsprechen knapp 1 Gigabyte pro Sekunde pro Link. Sodass man mit Version 3.0 des PCI Express Standards aus dem Jahr 2011 mit 16 Lanes schon auf knapp 16 Gigabyte pro Sekunde bei nur 4 Gigahertz Taktrate kommt.
Mit 32 Lanes sind dann schon knapp 32 GB drin. In diesem Jahr 2016 soll Version 4.0 herauskommen mit einer Bandbreite von 20 GB brutto pro Link. Davon bleiben noch 16 GB netto übrig, sodass man auf knapp 2 GB pro Link kommt. Sodass man bei 16 Lanes dann schon knapp 32 GB pro Sekunde ankommt. Da der PCI Express Host Controller bei der Initialisierung der Karten die Anzahl der Lanes und dessen Übertragungsrate jeweils aushandelt, ist es möglich, eine PCI Express X1 Karte in einen PCI Express X16 Slot betreiben zu können. Eine Karte mit 16 Lanes kann auch in einen X1 Slot betrieben werden. Allerdings bricht hier die Performance natürlich dann stark zusammen, da ein Lane natürlich viel langsamer ist als 16 zusammen. PCI Express Version 2 Karten sollen auch in PCI Express Version 1 Steckplätzen funktionieren. Wenn dies doch nicht der Fall sein sollte, kann unter anderem ein BIOS-Update helfen. Allerdings dann natürlich auch nur mit halber Datenrate. Erweiterungskarten für den PCI Express Slot gibt es viele, wie zum Beispiel RAID Controller mit SATA und oder IDE Anschlüssen, USB Controller Karten, wie zum Beispiel welchem die USB 3.0 unterstützen, sodass man einen Computer mit PCI Express, aber ohne USB 3.0 Buchsen dort eben USB 3 Anschlüsse nachrüsten kann. Auch FireWire Controller für PCI Express sind möglich. Auch Karten mit altem seriellen oder parallelen Anschluss. Es gibt Netzwerkkarten, die LAN-Anschlüsse oder WLAN anbieten. Auch Grafikkarten gibt es mit PCI Express Anschluss. Da habe ich hier eine große Auswahl, wie zum Beispiel meine GeForce GT 520. Das ist eine GeForce GT 630. Das hier ist eine Nvidia GeForce 7300 LE. Und das ist meine beste Grafikkarte, die GeForce GTX 750 Ti. Alle für den PCI Express X16 Slot. Es gibt auch TV-Karten für PCI Express, natürlich auch Soundkarten und sogar SSDs. Denn mit SATA 3 ist die Datenrate auf 600 MB pro Sekunde limitiert, sodass SSDs eben nur über PCI Express mehr Performance anbieten können. Die haben dann meistens PCI Express X4 Anschlüsse. Im Falle bei Grafikkarten für den PCI Express Anschluss gibt es einen sogenannten PEG Steckplatz. Der nennt sich PCI Express for Graphics. Bei diesem PEG handelt es sich um einen speziellen PCI Express X16 Steckplatz für Grafikkarten, bei dem der größte Unterschied in der Leistungsaufnahme liegt. PCI Express X1 Steckplätze zum Beispiel erlauben maximal 25 Watt, bei Low Profile sogar nur 10 Watt. Das reicht natürlich nicht aus, um Grafikkarten direkt vom Mainboard mit Strom zu versorgen, sodass der PEG maximal 75 Watt Leistung bereitstellen kann. Für noch mehr Leistung werden zusätzliche 6- oder 8-polige Stromanschlüsse vom Netzteil benötigt. Um für eine gute Kühlung zu sorgen,
liegen zwei PEG-Slots nie direkt nebeneinander, sondern mit zwei PCI Express X1 Steckplätzen Abstand. Man darf aber nicht nur Grafikkarten in den sogenannten PEG-Slot einstecken, sondern man kann auch ganz normale Erweiterungskarten wie zum Beispiel USB-3-Karten in so einen PEG hineinstecken, da eben der PEG nur eine höhere Stromaufnahme erlaubt. PCI Express X1 Anschlüsse haben meistens Erweiterungskarten und Grafikkarten haben meistens die vollen 16 Lanes. Es gibt aber auch Grafikkarten für den X1 Steckplatz. Wenn man ein Mini ITX Motherboard zum Beispiel hat, das nur einen X1 Slot hat, dann kann man dafür eine X1 Karte kaufen. Wie zum Beispiel eine GeForce GT 610. Ich habe auch eine 730 gesehen für den X1 Slot. Allerdings ist die Performance da natürlich eingeschränkter. Es gibt übrigens auch X1 Steckplätze, die am Ende offen sind, sodass man in ihnen eine lange X16 Karte einstecken kann. Bei dieser bricht die Performance dann aber um 20-30% ein. Allerdings muss natürlich sichergestellt sein, dass hinter dem X1-Slot keine Mainboard-Komponenten das Einsetzen einer X16-Karte blockieren, wie hier zum Beispiel der Kühlkörper des Chipsatzes. Die dritte PCI Express Revision ist eigentlich nur für Grafikkarten, die im SLI bei Nvidia oder Crossfire-Betrieb bei AMD geschaltet sind und mehrere Monitore angeschlossen sind. Grafikkarten mit der Spezifikation PCI Express 2 sind vollständig abwärtskompatibel zu PCI Express 1.0 bzw. 1.1. Allerdings lehnen Grafikkarten mit der Spezifikation PCI Express 2.1 sich bereits an den Standard PCI Express 3.0 an. Dieses kann bei vielen Mainboards allerdings zur Inkompatibilität führen. Da muss man dann also drauf achten. In Zukunft soll PCI Express SATA als Massenspeicherschnittstelle ersetzen, sodass SSDs über PCI Express ihre volle Performance abliefern können.